Hallo erstmal und ich hoffe, ihr habt den Karneval alle gut überstanden und wir beginnen mit einer Richtigstellung in eigener Sache. Freddy Friedrich hat mich darauf hingewiesen, dass ich einen Kam-Thomas-Moment hatte. Könnt's gerne nochmal nachschauen, ist in der letzten Folge drin. Ich habe geschrieben, Bayern München spielt gegen Schalke 05. Und ich kann mir echt nicht erklären, wie das passieren konnte. Also ist ja wirklich auch nichts Persönliches gegen Schalke-Fans oder so. Wirklich kein Affront, war keine böse Absicht dahinter, aber ich kann es mir nur so erklären. Also ja, Bayern hat ja eine Woche vorher, haben die ja gegen Mainz gespielt. Und Mainz, wisst ihr ja, 0-5. Aber insgesamt, ich habe echt keine Ahnung. Jetzt aber mal Spaß beiseite. Tja, wie gesagt, keine böse Absicht. Sowohl als auch. Dann gehen wir doch mal in die Bilanzen vom Wochenende und fangen an mit den Negativzetteln. Ja, die Monster-Kombo, ja, die schwächelt. Die war nicht drin. Stoke City, die hatten in der Nachspielzeit noch einen Elfer für den Siegtreffer. Verschossen, leider. Und Bayern Schalke, leider nur 2-1, also kein Handicap-Sieg. Da hatten wir aber Bayern, ja, die waren eher am dritten Tor dran, also am 3-1, als Schalke am Ausgleich. Egal, wir hatten schöne Zettel. AC Florenz hat gegen Juve verloren, hatten wir. Dortmund HSV Handicap-Sieg, spät, aber immerhin. Eintracht Frankfurt relativ deutlich gegen Köln, juhu drin. Malaga Atletico, frühes Tor von Griezmann. Locker nach Hause geholt. Was heißt locker? Torchancen hatte Malaga, aber ist halt Atletico. Liverpool 2-0 gegen Southampton drin. Und Werder Bremen, das war schön. 3-1, relativ locker. Kurze Schwächeperiode nach der Halbzeit, weg damit. Das heißt, wir haben eine Wochenendbilanz von plus 24. Ups. Punkt 4-4. Nehmen wir doch gerne. Und die Monatsbilanz ist somit korrigiert auf minus 184. Wir kommen ran, den Monat holen wir uns noch. Gehen wir doch in die neuen Tipps und ihr wisst es wahrscheinlich nicht, aber das internationale Wettbewerbsjahr in Sachen Fußball Europa beginnt heute schon um 18 Uhr mit einer Euroleague-Partie. Wollte ich eigentlich erst nehmen, das ist nämlich Roter Stern Belgrad gegen ZSKA Moskau und Roter Stern sollte das nicht verlieren, gehe ich von aus. Aber dann habe ich gesehen, ZSKA hat in der Gruppenphase der Champions League ordentliche Ergebnisse auswärts eingefahren. 2-1, glaube ich, bei Benfica, 2-1 in Basel. Das hängt an so einem Stürmer dran. Das 1x hätte ich genommen für Roter Stern, 1,5 wäre hier die Quote. Aber beide Teams kommen jetzt eigentlich, dass das erste quasi Spiel des Jahres 2018 kommen erst rein, deswegen Finger davon und wir kümmern uns um die Topspiele. Juventus Turin gegen die Tottenham Hotspurs und da sagen wir die 1, also Heimsieg Juve für 2.0. Ich brauche nicht dazu sagen, dass das Spiel natürlich heute Abend um 20:45 ist. Guckt man sich die letzten Spiele von Juventus Turin an, holla die Waldfee. Die spielen ja mal ordentlich zu Null und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass die Ballkünstler namens Dybala und Cuadrado gerade irgendwie ausfallen schon seit ein paar Wochen und die konzentrieren sich mal ordentlich auf das, was sie am besten können, die Italiener und auch vor allen Dingen Juve. Die Defensive, die Null steht. Das heißt, Harry Kane und Co., die werden es verdammt schwierig haben, dort in Turin ein Türchen zu schießen. Ich tippe mal ganz locker, es geht eigentlich auch zu Null aus, kann man aussetzen, aber die 1, die wird stehen, den Heimsieg, den holt sich Juve, dafür sind sie einfach zu gut in Form. Zweite Zettel, morgen Abend 20:45, nächste Topspiel, Real Madrid gegen PSG. Da nehmen wir den Heimsieg für 2.40, natürlich auch um 20:45. Ronaldo hat am Wochenende dreimal getroffen. 5:2 hieß es am Ende gegen Real Sociedad. Scheinen in guter Form, obwohl sie natürlich in der Liga auch mal geschwächelt haben. Platz 4 ist natürlich nicht deren Anspruch. Aber La Liga ist ja auch schwieriger zu spielen als Ligue 1 für PSG. Und selbst dort haben sie auswärts jetzt nicht so geile Ergebnisse immer. Ich kann mich daran erinnern, die haben 2-1 zum Beispiel bei Racing Straßburg, ist ein Aufsteiger der Ligue 1, verloren. Und dann habe ich irgendwie nachher gedacht, halt so, ja, ach, das muss ja ein Acker gewesen sein. Ist ja so wie Regionalligist,
im Pokal gegen Bayern, da lässt man ja mal irgendwie so 3 Wochen alles verwesen. Nein, habe ich es mir dann angeguckt, die Zusammenfassung. Das war ein ordentliches Geläuf. PSG hätte da locker seinen Fußball runterspielen können. Aber auswärts, wie gesagt, sind die nicht so mächtig. Emery kennt sich bestimmt mit La Liga und Real Madrid sehr gut aus. Das ist ein kleiner Vorteil. Aber unter Druck stehen beide Teams so oder so. PSG aber noch mehr. Die haben nämlich da irgendwie was mit Barcelona mal gehabt. Das war nicht so easy. Da ist ein kleines Fleck mal vorhanden. Ich sag, das Spiel wird im Mittelfeld entschieden. Und da sehe ich Modric und den Toni Kroos einfach als Strategen viel besser aufgestellt. Das Mittelfeld ist einfach stärker von Real Madrid. PSG hat vielleicht die bessere Offensive, aber die müssen ja auch erstmal gefüttert werden. Ronaldo, der braucht, ja, der versenkt eine, nee, 2 von 3 Chancen versenkt der Elfmeter, wenn, dann kriegt sowieso Real im Vorteil. Die wissen, die müssen das Heimspiel gewinnen, um dann in Paris, weil Paris heimstark, zu bestehen und weiterzukommen. Ja, die müssen das Heimspiel gewinnen und ich denke auch die ganze Erfahrung, guckt euch mal das dieses Jahrtausend an, was Real Madrid in der Champions League mit eigentlich relativ gleichem Personal und die letzten Jahre so erreicht hat, die Erfahrung, die hat PSG nicht. Das Hinspiel geben sie ab. Was im Rückspiel passiert, das werden wir sehen. 2-4 Hammerquote, holen wir rein. Das war's mit den Tipps und ich gebe gerne noch Prognosen, also Ergebnistipps zu allen Champions League-Partien ab. Ich sag mal, Juve gewinnt 1-0 gegen die Spurs, weil das reicht ja erstmal. Die können 0-0 in London schaffen. Dann wird Basel gegen Man City 0-2 verlieren, aber der Handicap-Sieg, der war mir zu niedrig mit unter 2-0. Quote, nö, lieber nicht riskieren. Basel hat manchmal doch ein bisschen für eine Überraschung gesorgt. Wir erinnern uns an den 5-0-Sieg gegen Benfica, hat ja keiner mitgerechnet. Die sind nicht so berechenbar, haben zwar ein paar Abgänge, aber die fighten auf jeden Fall und vielleicht hat City mal einen schlechten Tag. Wer weiß, wie die Witterung ist, wie es denen da gefällt, wie stressig die gerade drauf sind und denen irgendwie alles gelingt oder halt auch nicht. Finger davon, Quoten zu niedrig. Nächstes Spiel, Porto gegen Liverpool, da sag ich mal 1-1. Leichte Vorteile für Liverpool, obwohl Porto zu Hause nicht zu unterschätzen ist. Wage ich auch keinen Tipp in Sachen Quote, ist mir alles zu ungewiss. Lieber wieder Premier League den Jürgen Klopp nehmen, weiß ich nicht. Dann die letzte Partie, Real Madrid, hatten wir schon länger jetzt gerade besprochen. Da sage ich, das Endergebnis ist 3-1 für Real Madrid. Und das war's auch schon. Wie sind eure Meinungen zu den Champions League Partien? Da unten gibt es Kommentarfelder, die wollen gefüllt werden. Und wie immer, Abo abschließen da oben, wer es noch nicht gemacht hat. Sofort die Glocke mit betätigen.